So, guten Morgen. Ich bin ein bisschen zu spät dran. Ich habe nämlich heute Uni und heute ist Samstag. Ich habe jetzt auch nicht so viel Lust, aber es muss ja sein. Und genau, jetzt frühstücke ich noch ein bisschen was. Ich habe hier so ein Brot gemacht, das hatte ich mal gegessen in Warschau war das. Und wollte es unbedingt nachmachen und jetzt hatte ich alle Zutaten und genau, jetzt habe ich das gemacht. Das ist jetzt nicht mega gesund hier mit diesen weißen Brötchen, aber das habe ich gestern Abend noch bekommen und dann habe ich das halt mitgenommen. Und was ist da drauf? Da ist hier unter diesen getrockneten Tomaten, wenn man das so sieht, ist eine Olivenpaste, die ich drauf geschmiert habe. Das ist diese hier. Ich weiß gar nicht, die habe ich geschenkt bekommen, wo es die gibt. Aber Olivenpaste gibt es eigentlich ja, öfters. Und dann sind noch getrocknete Tomaten hier drauf. Die sind jetzt von Aldi Nord. Die waren mit Kapern und so ein leichtes Olivenöl eingelegt, aber jetzt nicht. Also sie schwammen da nicht drin. Die waren nur so ein bisschen. Vielleicht war auch gar kein Olivenöl. Naja, doch, ein bisschen was wird schon gewesen sein. Genau, dann habe ich noch eine Portion Rucola drauf. Und das war's, das werde ich jetzt mal probieren. Und dazu habe ich mir einen, ja, was ist das eigentlich? Ein Zitronen-Thymian-Tee gemacht. Einfach ein bisschen Zitronen-Thymian, den ich draußen auf dem Balkon hatte. Habe ich hier abgeschnitten und da reingemacht mit heißem Wasser und noch eine Zitrone reingegeben. Und das werde ich jetzt noch dazu trinken. So, ich habe noch was vorbereitet für heute Mittag, weil die Mensa hat zu. Und ich hatte jetzt gar nicht mehr so viel zu Hause und deswegen ist es jetzt hier so ein Overday Oat geworden. Also eigentlich habe ich hier Haferflocken mit Chiasamen und Sojamilch vermengt und ein bisschen Zimt noch rein und einen Schuss Agavendicksaft. Und dann oben drüber sind ein paar, die sieht man jetzt nicht. So, Heidelbeeren und Brombeeren. Und dann habe ich Hafercrunchy noch drauf und ganz oben noch ein paar Rosinen, damit es noch ein bisschen fruchtiger wird, weil ich habe gerade kein frisches Obst zu Hause und habe es jetzt auch nicht mehr geschafft, einkaufen zu gehen. Doch, ich hätte Erdbeeren gehabt. Mist. Naja, die hätte ich da gehabt, habe ich jetzt vergessen, als ich das angerichtet habe. Aber Brombeeren und Heidelbeeren sind ja auch frisch. Und dann hatte ich gestern noch einen Kuchen gebacken, weil eine Freundin Geburtstag hatte. Und da habe ich mir ein Stück noch mitgenommen für heute Mittag. So, ich sitze jetzt hier an der Uni und mache gerade Pause hier. Der Spree ist ganz schön gelegen, der Campus. Und ja, schippert auch gleich noch ein Schiff vorbei, wenn man das so sehen kann durch das Gitter hier. Ich merke, dass ich durch das Brot, was ich heute Morgen gegessen habe, noch ganz schön satt bin. Das ist so ungewohnt, weil ich esse eigentlich morgens nie Brot, sondern mache mir immer so Smoothies. Und ja, jetzt habe ich gar nicht so viel Hunger und der Kuchen ist, glaube ich, ein bisschen zu viel. So, man sieht jetzt hier, dass die Chiasamen und die Haferflocken sich aufgeweicht haben in der Sojamilch. Und genau, ich mache mal hier ein bisschen Früchte dazwischen. Heute leider keine Erdbeeren. Die habe ich ja irgendwie vergessen. Aber ich meine, Heidelbeeren und Brombeeren sind ja auch sehr lecker. Und das ist oben dieses Crunchy, was ich da noch rein habe, das ist noch hart bleibt und nicht so eisig mit aufweicht. Und deswegen habe ich das da dazwischen gemacht. Das ist immer ganz praktisch, finde ich. Und jetzt hoffe ich, dass ich da unten auch dran komme. Und ja, mal gucken, wie das schmeckt und wie viel ich davon schaffe, beziehungsweise ob ich danach noch einen Kuchen probieren kann. So, es war richtig lecker, auch mit dem Zimt da drin und den Brombeeren. Ich habe festgestellt, ich habe ewig lang keine Brombeeren gegessen. Und nee, war wirklich gut und ich bin jetzt sehr gesättigt. Das waren, glaube ich, auch so, ich habe das so Pi mal Auge gemacht. Ein Esslöffel Chiasamen und ich schätze mal so 4 Esslöffel Haferflocken, vielleicht ein paar mehr. Und ja, nachdem ich jetzt noch nicht so mega Hunger hatte, reicht mir das jetzt auch und der Kuchen bleibt jetzt erstmal verstaut. So, ich bin jetzt wieder zurück aus der Uni und nachdem ich vorher meinen Kuchen nicht mehr geschafft habe und mich schon den ganzen Tag darauf freue, gibt es den jetzt. Und ja, den habe ich gestern gemacht, weil eine Freundin Geburtstag hatte, habe ich den mitgebracht. Und das ist so ein Schoko-Kokos-Nusskuchen. Und ich habe hier oben noch so ein paar Sauerkirschen rein, also diese Schattenmorellen, die es im Glas gibt, die habe ich noch oben drauf gelegt. Normalerweise sind die nicht drauf. Und weil der vom Transport jetzt nicht mehr ganz so schön aussah, jetzt auch noch den ein bisschen mit Puderzucker verziert, dass das alles ein bisschen ansehnlicher wird. Und der ist wirklich zu empfehlen, ist sehr lecker und sehr saftig, weil die Geheimzutat da drin ist eine Möhre und die macht den halt überhaupt nicht trocken. Genau, das dazu, das Rezept habe ich
auch bei Instagram unter dem, ich habe ein Bild von dem Kuchen gemacht, wie ich den gebacken habe. Und da steht darunter auch das Rezept. Und ich habe das mal bei Chefkoch gefunden und dann so ähnlich nachgemacht. Eigentlich ist es fast dasselbe, nur dass da nochmal Kaffee drin ist. Der habe ich weggelassen und dann mit Wasser einfach ersetzt. Und genau, und in dem Fall habe ich noch die Kirschen oben drauf. Und weil das nicht ausreicht und auch nicht so gesund ist, habe ich hier noch was Zweites vorbereitet, was es dann noch gleich gibt. Das ist einmal sind das Wassermelone. Ich hatte noch ein bisschen was zu Hause. Die ist allerdings noch nicht ganz so lecker irgendwie, aber ich habe die gesehen im Supermarkt und dachte mir, dann nehme ich die mit, weil ich einfach Lust auf Wassermelone hatte. Und seit letztem Jahr keine, oder seit letztem Sommer keine mehr gegessen hatte. Und wie gesagt, die ist noch nicht ganz so gut, aber kommt immerhin schon mal hin. Und bald geht's ja los, genau. Mit der Wassermelonenzeit. Und dann noch die Erdbeeren, die ich heute Morgen vergessen habe, in mein Müsli da reinzumachen. Die sind auch schon ein bisschen überreif, aber die gehen eigentlich noch, also die sind noch ganz gut hier. Ich habe oben schon das Grüne ein bisschen weggeschnitten und die werde ich jetzt auch mitessen. Und die müssen ja dann eh weg und genau. Die sind auch aus Deutschland. Ich denke mal auch, dass die schon ganz gut sind, weil wie gesagt, die sind dann sehr reif. Und ja. Und weil meistens, wenn man hier so spanische kauft, dann ist es meistens sehr sauer. So, das ist jetzt mein Abendessen. Das sind glutenfreie Spaghetti. Und ich habe die noch mit einer Tomaten-Ingwer-Zitronensoße gemacht. Ich finde nämlich diesen Geschmack super lecker, weil es einfach was ganz anderes ist. Und man ist es gar nicht gewöhnt, Tomaten und Ingwer und Zitrone. Also die Kombination ist sehr interessant. Und genau dazu habe ich einfach so ein bisschen Ingwer noch mit reingewürfelt und dann nachher am Ende noch so Zitronenzesten mit in die Soße gegeben und ich habe halt die Schale dann sozusagen mit so einem Zestenschneider dann ein bisschen abgeschält, aber das kann man auch mit einer Reibe machen oder so. Und das lasse ich mir jetzt schmecken und ich mache jetzt hier noch so ein bisschen obendrauf so ein bisschen Rucola, weil ich den noch zu Hause habe und das schaut mir noch ganz schön aus und so ein bisschen Mandelparmesan. Ich habe leider die letzten Reste hier und habe da nicht mehr so viel, aber dann werde ich mal bald neu machen, weil ich den immer ganz gut finde. Ich dachte ja früher immer, ich kann nicht auf Parmesan verzichten, aber das geht mittlerweile ohne Probleme. Also, man kommt ja in so eine Routine, beziehungsweise irgendwann gewöhnt man sich dran, dass man das einfach nicht mehr hat und dann fehlt es einem auch nicht mehr. Und dieser Mandelparmesan ist auch ein guter Ersatz, wenn es auch nicht nach Käse schmeckt, aber es ist einfach was anderes und einfach was anderes, was auch super lecker schmeckt. Und genau, und deswegen nutze ich den immer ganz gerne. Ja, das werde ich jetzt essen und später geht es dann noch zu Freuden und vielleicht gibt es dann noch die ein oder andere Salzstange. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. So, das war's mit dem heutigen Food Diary. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr habt ein paar Inspirationen mitnehmen können und dann sage ich Tschüss.